Hey Freunde, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich nehme jetzt den nächsten Part direkt im Anschluss auf, weil wir jetzt zum Bogenschießen gehen. Eigentlich wollte ich nur einen aufnehmen, aber jetzt machen wir einfach zwei. Passiert. Oh, wer hat da noch seinen Namen reingekritzelt? Lesen. Karel Buschmann. Sind das die Designer? Die Entwickler? Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ja, im letzten Part haben wir Schwertkampf gelernt. Und zwar richtig und nicht nur so ein Pille-Palle wie beim letzten Mal. Und ich hoffe. Was bleibt mir, ihr guten Leute? Scarlet liegt in Trümmern. Ich kann mir das alles merken. Oh nein, Jana. Na, vielleicht weiß wie, was passiert ist. Alter, er hat mir ja richtig verdroschen. Seht ihr das? Weißt du, was wirklich geschehen ist? Die Leute sagen, es wäre wegen dem Silber gewesen und weil Herr Ratz sich zum König hält. Hm. Nichts Gott Neues. Behüt dich. Ja, dich auch. Scheiße, wo ist er hin? Er ist einfach weitergegangen. Weitergegangen ist auch. Ist er da rein? Kann man da rein? Oh ja, da ist Schießplatz. Hallöchen. Alter, hat er keine Hose an? Doch, aber sie ist einfach nur hautfarben. Hm. Mal sehen. Nimm diesen Bogen, stell dich dort drüben hin und es kann losgehen. Und noch etwas, zieh diesen Armschutz an. Ohne kannst du dich mit der Sehne verletzen, also sieh zu, dass du ihn immer trägst. Danke, Hauptmann. Spar dir den Dank und mach dich bereit. Konzentriere dich. Der Bogen ist nicht gerade die Lieblingswaffe eines Ritters, kann sich aber als sehr nützlich erweisen. Aus einiger Entfernung kommen zwei Banditen auf dich zu. Schieß einem ins Auge, lass den Bogen fallen und stell dich den zweiten mit dem Schwert. König Karl, Gott hab ihn selig, ermutigte seine Untergebenen, das Bogenschießen zu erlernen. Er veranstaltete sogar Turniere in Prag. Aber dort wärst du nicht weit gekommen. Du hältst das Ding wie ein Stück Feuerholz. Ja, das geredet. Noch. Dort ist das Ziel. Versuch es zu treffen. Spanne den Bogen, ziele und lass dann los. Bekomme ein Gefühl für den Rhythmus. Atme beim Spannen ein. Halte für einen Moment den Atem an und lass dann los. Keine ruckartigen Bewegungen. Lass die Sehne einfach durch die Finger gleiten. So, als ob du sie noch einmal zurückziehen würdest. Das ist eine Bewegung, wenn der Pfeil das Ziel anvisiert und darauf zufliegt. Nur zu. Das da ist ein Übungsbogen. Der Pfeil bleibt also nicht lange in der Luft. Wenn du besser bist, kannst du dir einen anständigen Bogen besorgen. Dann werden die Pfeile so schnell fliegen, dass man sie kaum noch sehen kann. Vergiss den Armschutz nicht. Wenn du den Dreh raus hast, wirst du ihn nicht mehr brauchen. Er hört einfach nicht auf zu labern. Bist jetzt fertig? Gut. Kann ich jetzt reden? Danke. Dieser Armschutz. Gott hat ihn selig. Hat er ihn schon angezogen? Ja, hat er. Jeder, der mal Bogen geschossen hat, der weiß, dass das echt wehtut, wenn die Sehne an den Unterarm klatscht. Boah, ja, es ist so ewig her, aber ich habe da schon ein, zwei fiese Verletzungen von getragen. Bogen. Habe ich ihn jetzt... Ah ja, gut. Dann spannen wir den Bogen. Und schießen. Oh, und das war voll scheiße. Daneben. Voll der Arsch, ey. Schön geschossen. Übe noch ein bisschen und mach keine Dummheiten. Nee. Ah ja, Leute, wenn wir... Oh, schade. Das war gar nichts. Nee. Ich habe nicht erwartet, dass ein Dorftrottel was taugt. Ey! Du hast sogar meine nicht vorhandenen Erwartungen unterboten. Alter! Mir ist schleierhaft, weshalb du deine Zeit vergeudest, Herr Bernhard. Aus ihm wird nichts. Und beim ersten Anzeichen von Ärger wird er wie jeder andere Bauerntölpel das Weite suchen. Wäre ja nicht das erste Mal. Was hast du gesagt? Genau. Beruhige dich, Junge. Vergiss nicht, mit wem du redest. Mit einem Maulhelden, der mit silbernem Löffel im Mund geboren wurde. Oh, jetzt reicht's. Dafür landest du am Schandstock. Immer mit der Ruhe, Herr Bernhard. Wenn der Bursche meint, er könne sich beweisen, dann lass ihn. Du denkst, du könntest mich schlagen? Jederzeit. Also gut. Wenn du mich besiegst, gebe ich dir meinen Bogen. Verlierst du, musst du deinen Beutel leeren. Hast du überhaupt Geld? Mehr als genug. Gut, dann lass uns anfangen. Alter, ich werde meinen Beutel sowas von auf dich leeren. Scheiße, jetzt muss ich Bogen schießen. Dabei bin ich total scheiße im Bogen schießen. Tja, Dennis, es wird Zeit, dass du Bogen schießt. Oh, war gar nicht mal so scheiße.
Oh, Kacke. Pff, voll verrissen. Ah, das wird nicht cool. Alter, er wackelt einfach immer mehr. Er wackelt immer mehr, er wackelt immer mehr. Oh, fuck, ey. Ich muss echt schnell schießen, ansonsten... Ah, getroffen. Schwein gehabt. Aber nur ein Punkt? Mist. Er hat 8. Ich habe noch 2 Pfeile. Jetzt muss ich genau die Mitte treffen, ansonsten bin ich voll im Arsch. Nein, das war gar nicht mal so schlecht. Gratuliere, Herr Hans. Gut geschossen. Hab Dank, Bernhard. Mhm. Wie es scheint, behalte ich den Bogen. Ja. Also, Schmied, weißt du nun, wo dein Platz ist? Oder muss ich dich noch einmal daran erinnern? Nein. Hans, muss das sein. Herr Hanusch hat sich letztes Mal über deine Kämpfe mit Untergebenen beschwert. Er befahl ausdrücklich... Ich weiß, was er befahl. Sag ihm einfach, ich hätte nicht auf dich gehört. Also, wie sieht's aus, Schmied? Wenn's sein muss. Wunderbar. Lass uns gehen. Ha, Schwertkampf. Alter. Du wirst... Ja. Alter. Mit echten Schwertern? Okay, jetzt geht's los. Mann, er ist halt einfach in allen viel besser. Boah, Alter, voll am Kopf erwischt. Ha! Wir sind quitt. Wie es scheint, behalte ich meinen Bogen und du deine Groschen. Hm. Ich sollte dir wohl Respekt dafür zollen, dass du meine Herausforderung annahmst. Trotz deiner Unbedarftheit. Vielen Dank, Herr. Möge Gott mit dir sein, Schmied. Mit dir auch. Und keine Sorge, das war nicht das letzte Mal. Wir werden diese Gaukelei bald wiederholen. Schön. Die werden bestimmt noch richtig dicke Freunde. Naja, Bogenschießen verkackt, Schwertkampf gewonnen. Sehr gut. Ja, Liam, erzähl mal. Hm. Bete lieber, dass Herr Hans dir das nicht übel nimmt. Nö. Und wenn schon. Und wenn schon. Hüte deine Zunge. Ein paar meiner Männer haben ihn bereits besiegt und es gab nie Probleme. Doch du könntest der Erste sein. Und jetzt ab ins Rathaus. Der Vogt erwartet dich bereits. Jawohl, Hauptmann. Jawohl. Der Vogt, der wartet. Dann mal schnell hinne. Ne Keule? Kann ich nochmal mit dir quatschen? Nicht? Ich habe den Schwertkampf besiegt. Aber Bogenschießen lerne ich auch noch. Also wenn man noch mehr Bogen schießt, dann wird man das wohl lernen. Ah ja, wir gehen jetzt trotzdem nochmal zu dem Bogenschießstand, weil ich will euch nämlich was zeigen. Der war da unten, ne? Kann ich da runterspringen? Bin ich lebensmüde? Vielleicht. Wir sehen uns am Schießstand. So, da wären wir. Nochmal im Schießstand. Moin. Sag mal, kannst du mir... Meisterbogenschütze. Glück und Gesundheit. Ja, ja, dir auch. Was kannst du mir denn machen? Nichts. Gut. Bogen. Wo ist der Bogen? Habe ich überhaupt einen Bogen ausgerüstet? Ne. Waffen. Da ist mein Bogen. Rustikaler Eschenbogen. Pfeile. Verbesserter Jagdpfeil. Davon habe ich nämlich mehrere. Ja. Wettkampfpfeil. Oder wir nehmen einfach mal den Wettkampfpfeil, weil die brauche ich eh nicht. Gut. Bogen raus. So. Wie ihr seht, wenn ich den Bogen ausrüste, ich packe ihn jetzt wieder weg, verschwindet... Das Fadenkreuz, also dieser kleine goldene Pömpel in der Mitte. Ich ziehe den Bogen, er ist weg. Es gibt einen Konsolenbefehl, mit dem man den auch während des Bogenschießens hat. Ihr öffnet die Konsole. Diese eine. Jetzt muss ich kurz an mein Handy ran, weil... So. Ihr öffnet die Konsole. Ich habe euch ja im letzten Part gezeigt, wie das geht. Also es ist einfach die... Ich nenne sie immer liebevoll die Stargate-Taste. Das ist ganz links auf eurer Tastatur oben... dieses kleine Dreieck mit dem Kreis drüber. Damit öffnet ihr die Konsole. Wie eigentlich bei jedem Spiel auch. Auf PS4 und Xbox One geht das nicht, weil man da die Konsole nicht öffnen kann. Schade eigentlich. Aber vielleicht wird es da irgendwann mal Mod-Support geben und dann kann man das bestimmt auch irgendwie regeln. Aber jetzt erstmal PC-Version. Dafür gebt ihr folgenden Code ein. Naja, ist es ein Cheat? Eigentlich nicht. Ist es ja... In-game. So. WH.
Unterstrich. PL. Unterstrich. Show. Fire. Und Cursor. Ja, ich muss ein bisschen ums Mikro greifen, deswegen tippe ich so langsam. Leerzeichen 1. Mit 1 aktiviert meine Males. Ich schreibe das nochmal in die Videobeschreibung. Dann braucht ihr es einfach nur kopieren und einfügen. So, Enter. Sollte jetzt an sein. Und ihr seht, ich ziehe den Bogen und er ist noch da. Ich meine, ich werde ihn wahrscheinlich auslassen, weil bringt eh nichts, wie ich gerade merke. Ja gut, schon, also man hat halt schon ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Oh, doch. Aber ich werde ihn trotzdem auslassen, weil ich das Spiel gerne so spielen möchte. Man kann ihn anmachen, das ist kein Problem. Oh, man kann die Pfeile wieder mitnehmen, das ist gut. Das ist kein Problem. Also ich würde sagen, ich würde das nicht mal ein Cheat nennen. Das ist ja einprogrammiert. Also es ist ja eigentlich gewollt, dass er da war. Die haben ihn wahrscheinlich rausgenommen irgendwann und gesagt, ja. Lass ihn ausmachen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn die irgendwann mal eine Option in die Menüs einbauen, dass man den an- und ausmachen kann. So, ich mache ihn jetzt aber wieder aus. Dafür gibt man den nämlich den gleichen nochmal ein. WH unterstrich, oh, nicht O. PL unterstrich Show Cursor. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt hier verschrieben. Unterstrich 0. Ja. Und damit sollte der eigentlich wieder aus sein. Die Konsole macht er übrigens mit derselben Taste wieder zu. So. Er ist noch da. Jetzt ist er wieder weg. Sehr gut. Alle klar. Wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Ist für den einen oder anderen vielleicht praktisch. Ja, so, wo wollte ich denn jetzt hin? Zum A. Genau. Bin ich ja richtig? Ist das hier der Schandpfahl? Oh, da ist irgendjemand aufgeploppt. Pranger. Ja, das ist der Pranger. Und wo ist jetzt der sogenannte Schandpfahl? Wahrscheinlich meinen die das. Bin ich hier richtig? Was ist das hier? Schneider? Ist hier der Schneider? Tatsächlich. Okay, ich soll... Muss ich hier hin? Zum Schneider? Was soll ich denn beim Schneider? Habe ich irgendwas verpasst? Hi. Ach, ich soll gar nicht zum Schneider. Hä? Wo soll ich hin? Hier, 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 hier. Ach, ich muss hier irgendwo rein. Ach, hier ist Kaserne. Okay. Oh ne, hier ist Schmied. Also, Waffenverkäufer. Der auch Schmied. Aber nur so ein kleiner Stadtschmied. Hä, wie komme ich jetzt da hoch? Ach, hier. Ah, okay. So, Heinrich, bitte wieder die Treppen hochsteigen. Ach ja, warte, ich hab's gerade gesehen. Seht ihr diese komischen Treppen? Ich verstehe die nicht. Ich meine, soll das irgendwie was sparen? Wer sich das ausgedacht hat, der dachte auch, er ist ganz schlau. Naja, gut. Ah, hier muss ich wahrscheinlich rein. Hallo? Bin ich hier richtig? Soll ich hier hin? Bist du denn? Ach, ich soll zum Vogt, genau. Ah. Ich glaube, ein Vogt ist sowas wie ein Statthalter. Kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Guten Tag. Guten Tag. In den Dienst des Vogts treten. In den Dienst des Vogts. Gibt es Neuigkeiten? Wieso ist das mit einem Stern markiert? Kriege ich bestimmt eine Quest für, frage ich mal. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Alter, dir wachsen Haare aus der Stirn. Sieht nicht schön aus. Wer kann mir das Lesen beibringen? Heinrich, kannst du nicht lesen? Na gut, erstmal. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Mhm. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Ist bestimmt Kunisch. Mit dem kann ich gut, alles gut. Auf mich ist Verlass. Wieso sollten sie auf mich hören? Dann kümmert euch besser um uns. Echt? Du weißt ja, was man sagt, Vogt. Man erntet, was man sät. Ja. Vorsicht, Heinrich. Herr Hanusch beherbergt euch. Wahrlich eine christliche Tat.
Aber das heißt nicht, dass jeder herkommen und tun kann, was er will. Verstanden? Ja, Vogt. Ja. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Der Hauptmann mag mich nicht. Ich kann nicht mal ins Schwitzen. Ja, ich kann nicht mal ins Schwitzen. Nein, nein. Da ist wohl einer hochmütig, was? Mhm. Ja. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Ich krieg Ausrüstung. Geil. Alter, ich hab sogar Geld gekriegt. Wer kann mir das lesen? Ich möchte lesen lernen. Ja. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Mhm. Geh zu ihm. Okay, Uschitze. Keine Ahnung, wo das ist. Ah, das Spiel hat gespeichert, das ist gut. Hol die Ausrüstung in der Rüstkammer ab. Oh ja, das mache ich. Das wird cool. Welche Quest ist denn das von den beiden? Mächtiger als das Schwert ist nämlich das geschriebene Wort und die Feder. In dem Sinne. Such den Uschitzer Schreiber auf. Ja, das werde ich tun. Aber jetzt möchte ich erst einmal meine Karte begutachten, denn... Ah ne, Quatsch, nicht die Karte. Meine Queste. So, Queste. Wachdienst. Optional. Hol dir deine Ausrüstung in der Rüstkammer ab. Das ist bei A. Okay. Und das machen wir später. Nebenquest. Ich glaube, Nebenquest machen wir, sobald wir das hier alles abgeschlossen haben und wirklich letztendlich in die Open World können, weil ich glaube, wir sind immer noch im Anfangsgeplänkel. Ich glaube, es gibt... Habt ihr das auch gesehen? Das sah seltsam aus. Na ja gut, wir sehen uns bei der Rüstkammer. Ja, was? Kennst du mich? Bist du einer von den Jungs vom Tor her? Okay, wir sind da. Die Rüstkammer BC. Wie komme ich denn da rinne? Öllampe. Moin, ist... Oh, kriege ich auch so eine schicke Rüstung? Was ist? Ja, ich soll meine Rüstung abholen. Hallo. Rüstkammer. Hey Jungs, Wächter. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Genau. Name? Heinrich. Heinrich. Und? In Lehns Treue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Hm. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Hm. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Du hast erhalten leichte gepolsterte Rüstung. Man muss dazu sagen, dass die Leute früher eigentlich ihre Rüstung selber kaufen mussten. Die haben nur so ein Wickel gekriegt, wie der hier jetzt auf den Schultern hat, in den Stadtfarben halt, ne? Ansonsten mussten sie sich ihre Rüstung selber besorgen. Ja. Dass ich überhaupt einen Helm kriege, ist eigentlich schon ziemlich nett. Was haben wir denn so? Armschienen. Ja, die habe ich. Den Ring habe ich noch. Ich soll auf jeden Fall den Helm aufsetzen. So. Kumanische Armschienen. Ach stimmt, ich habe... Bei der einen Schnellreise... habe ich nämlich einen Kuman gekillt. Aber ich will die Klamotten nicht anziehen, weil ich Angst habe, dass ich deswegen Ärger bekomme. Die kann ich noch verhökern. Ja. Ich krieg nicht so einen Wickel für die Schulter. Das ist aber traurig. Ich wäre schon gerne eine richtige Stadtwache. Schade. Naja, gut. Aber ich habe ja trotzdem noch ein Schwert. Was soll ich denn mit einem scheiß Knüppel? Dann kann ich höchstens einen bewusstlos schlagen. Vielleicht muss ich das auch machen. Ich rüste den mal aus. Knüppel aus dem Sack raus. Wo ist er denn? Knüppel da. Alter, guck mal, ein richtiger Knüppel. Naja, gut. Ich gehe jetzt erstmal zur Schwalbe. Hering. Irgendein Vogelname. Nachtigall? Ich hab's vergessen. Oh, Fleischer. Hier gibt's Wurst. Ne, Cornelius? Ich glaube, ich bin da. Ich glaube, er ist es.
Jo, was geht? Nachtigall. Doch ein Vogel, siehst du? Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Hi. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Ja. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Ja. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Tja, die waren am Essen und ich bin einfach reingeplatzt und habe gesagt, ey, ich will für dich arbeiten. Ich möchte Herrn Ratzig, ich will mich nützlich machen. Ja, ich will Herrn Ratzig dienen. Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Ja. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ja, der auch. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Ja. Gehen wir. So. Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Ja. Ich will kurz was sagen. Er sagte gerade, dass die Schenken schließen, weil zur damaligen Zeit gab es eine Sperrstunde. Man durfte ab einer bestimmten Uhrzeit in den Städten kein Alkohol mehr ausschenken. Das war halt so. Ja, erzähl mal was. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, nee? Sondern auch als Gruft der Herren von Leipa. Ah. Unseren Herren. Okay. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer praktisch. Auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Ich hab alles verloren. Mein Heim. Ich glaube, den habe ich schon kennengelernt. Ich glaube, der ist nicht so nett. Ich habe gehört, der war in früheren Leben ein Schwein. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Hm. Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Hey, pass auf. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg, auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Alter, ich habe ihm gerade überhaupt nicht zugehört, ne? Was machst du da? Ich redet alle zu viel. Mein Hirn kriegt nicht klar damit. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Okay. Ich will dich hier nicht haben. Hey. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Okay, jetzt wird's knifflig. Musst du hier betteln, Jana? Du schimpfst dich an Christenschmied? Ah, damit kommt man immer richtig gut an. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Echt? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Alter, die üble Glitzerfeder. So. Gib ja eine Almosen mit darin gegoschen. Ja, komm. Wir sind doch gute Christen, oder? Ja. Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott. Einer schlimmer als der andere. Also, wenn du Leute irgendwie überreden willst, dann droh ich mit dem Fegefeuer. Die haben hier Schiss davor. So, nu? Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ja, ich weiß. Das war ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnusch dankbar sein.
Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnosch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Capon, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst im Meeren, dann im Himmel. Herr Harnosch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Hm. Jan Vögelchen Jeschnik. Also, er hier, Nachtigall. Warum Vögelchen, hä? Ihr habt doch echt den Schuss nicht mehr gehört. Weil er gut zu Vögeln ist, wa? Ich will mich kurz waschen. Ah, herrlich. Das ist wieder rumgelaufen. Hm. Ja, erzähl noch was. Erzähl mir Dinge, bitte. Ich weiß es nicht. Mann, Wache schieben ist so langweilig. Ah. Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Echt? Markt ist nur einmal im Monat oder so. Oder einmal im Jahr. Ich glaube, einmal im Jahr ist Markt. Aber dann auch so für ein paar Wochen. Ich glaube, in Köln nannte man das damals Messe. Und Messen gibt es ja heutzutage noch, ne? Wir haben ja auch eine Bäckerei. Und ja, ich habe schon gesehen. Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter. Hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Wie der Bäcker? Der da? Ich glaube, den muss ich mal einen Besuch abstatten. Ich habe einen Haufen Dietriche. Eine Schenke steht hier am Markt. Die Händlertaverne. Ja. Die andere liegt oben am Tor. Habe ich schon gesehen. Später hin. Ja, genau. Jo. Die Zeit ist gleich um. Ja, die Zeit. Und ich kann nicht speichern. Ich habe ja nichts dagegen, Wache zu schieben, ne? Aber. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Die Kernburg? Okay. Hier ist ja noch eine Kirche. Ach Mann, ihr Christenleute. Schau her. Siehst du den Lump da? Ja. Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Hat er keine Hose an? Alter, das ist. Krieg ich den? Nee. Haben wir's bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Harnosch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Hier ist doch eine Kirche. Hä? Manchmal verstehe ich euch nicht. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ja. Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlitz getötet. Ah. Tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Schon gut. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Ah. Händlertaverne. Ja gut, wieder ein schönes Thema. Mann, das deprimiert mich immer. Hör auf damit. Alter, du hast Kohle. Das ist der Wirt. Der sollte auch Kohle haben. Alter. Ich habe leider keine Zeit zum Würfeln. Ich muss Wache schieben. Ich habe da auch schon einen Zauberwürfel. Den habe ich von einem Typen auf der Straße gekauft. Der bringt bestimmt irgendwas. Das Rataya-Lehen ist recht groß. Ja, ne? Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und er streckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Am Galgenberg war ich schon. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Harnoschs Stelle.
Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Ja, dieser Dom hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Okay. Du warst mal ein Knirps? Hier schläft bestimmt auch einer, aber die schlafen einfach überall. Ja, das ist eine schöne Stadt, Digga, aber sind wir jetzt gleich mal fertig? Wachdienst ist echt scheißen langweilig, Mann. Das wird die beste Folge von allen. Ja, hier sind die Schweine. Hier haben wir ein paar Körbe. Na du? Willst du einen Apfel? Ich weiß, dass das nicht geht, aber ich will's machen. Besonders, weil die Äpfel schon fast im Arsch sind. Ich vergesse immer, dass ich gedrückt halten muss. Ja, bitteschön. Viel Spaß damit. Zeig Gnade! Was bleibt mir armem Wicht, dem Sigismunds Meute das Haus abgefackelt hat? Ihr seid alles das Gleiche. Ja. Hier kriegst du auch einen Apfel, auch wenn er abgelaufen ist. Wie bin ich denn, dass ich einem Schwein Apfel gebe und dir nicht? Da, bitteschön. Habt ihr keine Stimme mehr? Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moi mir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja. Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Er hatte Durst, also ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Alter, ihr dürft während des Dienstes saufen, Alter, rennt Gott sei Dank. Ich dachte, jetzt latscht er da auch wieder total langsam hin. Da ist er doch. Kannst du es wagen? So, ich muss jetzt mit ihm quatschen. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Hä? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich, Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Was? Hä? Die Situation war etwas absurd. Setz dich zu mir, Heinrich. Ach, wir dürfen trinken. Wir dürfen saufen, oder was? Okay. Alter, er will würfeln. Jetzt geht's los, ey. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich die Folge hier beenden soll. Weil die ist doch schon sehr weit fortgeschritten. Wir haben schon fast 40 Minuten, also auf dem Tacho. Also ein bisschen weniger wahrscheinlich im fertigen Video, weil ich dann teilweise was rausschneide. Aber ich glaube, ich möchte diesen ganzen Rundgang nicht nochmal machen. Aber ich möchte jetzt auch aufhören, weil ich muss nämlich noch Mittag essen und so. Ich quatsche noch mit dem hier zu Ende und dann schaue ich mal, dass ich hier irgendwo Schnaps bekomme und speichern kann. So, was hat er gesagt? Denn der Narr kotzt mich, hat mich ganz schön erzürnt. Wenn ich in einer Ruhe drehe. Ja, stimmt. Sollten wir nicht unsere Runde drehen, anstatt zu saufen? Genau. Das ist ehrgeizig, was? Keine Bange. Jeder Wachmann darf mal Pause machen. Aber nicht die beim Tor und auf dem Turm. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Ich wusste es. Ah, also gut, spielen wir noch Würfel. Eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Rathai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Genau. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Okay. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Rathai zu gehen. Hier, nimm die. Alles klar. Gut, dann läuten wir noch die Glocke. Ich werde das einfach alles ein bisschen zusammenschneiden, ansonsten dauert das zu lange. Weil ich habe auf dem Tacho jetzt schon dreiviertel Stunde. Fackel raus. So, wo ist denn jetzt die Glocke? Die ist da hinten irgendwo. Dann rennen wir da mal hin.
Ah, da ist die Glocke. Ah, die ist am Rathaus. Sehr gut, dann läuten wir mal das Glöcklein. Und benutzen. Die Kette sieht scheiße aus. So, jetzt gehen wir zur Schenke. So. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren. Auf Säue und Prälaten. Gott schütze ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Ja. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Niemals. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein, tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Ach nö, jetzt muss ich schon wieder kloppen. Ah, naja, gut. Metzger! Weiter, edler Herr! Das wird dich ehren, seinem Herzen. Das ist jetzt wie Schwertkampf, okay. Von der Seite kommt es im Faustkampf echt gut. Ah, okay. Ich habe voll einen reingehauen, ich glaube, das war nicht gut. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund. Du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans... Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer warten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Herr, ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar?
Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Mann, ich will das auch irgendwann mal sagen können. Oh, Spiel gespeichert! Ich kann aufhören! Ich will das auch irgendwann mal sagen können. Sag der Küche, ich bin hungrig. Ah, ich mag den Dicken, der ist super. Naja, dann werden wir wohl demnächst jagen gehen, als Knappe. Alter Schwede, das ist ja Heinrich, der klettert die Karriereleiter ganz schön hoch. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal bei der Jagd. Was wir wohl jagen?